Heute stelle ich euch die letzten Neuigkeiten aus dem Hause Malossi vor, nämlich ein lang erwartetes Produkt, das neue Motorgehäuse für die PX200. Als erstes möchte ich euch zeigen, was man findet, wenn man das Paket auspackt. Natürlich das Motorgehäuse, eine Anleitung, ein Lager für die Hauptwelle, die Schrauben, mit denen die beiden Gehäusehälften zusammengehalten werden, Silentblöcke, Schrauben für Öl-Ein- und Ablass und Stehbolzen für die Schaltraste und für den Zylinder. Das neue Malossi-Gehäuse wird es gleich in zwei Versionen geben, nämlich einmal als normale Drehschieber-Variante, das V1 oder V1, und dann wird es dieses Gehäuse auch noch mit Membraneinlass geben, das VR1. Was wir euch heute vorstellen, ist die Version mit Drehschieber, also das V1. Um euch besser zeigen zu können, was verändert oder verbessert wurde am Malossi-Gehäuse, habe ich mal ein originales Gehäuse dazugeholt, damit ihr die Veränderung besser sehen könnt. Als erstes fällt die unterschiedliche Verschraubung auf. Das originale Gehäuse wurde mit Stehbolzen verschraubt. Das neue Malossi-Gehäuse wird mit Imbusschrauben verschraubt. Hier ist schon eine Imbusschraube eingeschraubt, die besonders interessant ist, denn diese Verschraubung existiert beim originalen Gehäuse nicht. Hier ist eine Verschraubung mehr, die zusätzlich Stabilität verleihen soll. Besonders wichtig, das originale Gehäuse hat relativ wenig Fleisch an der Zylinderfußdichtfläche. Das Malossi-Gehäuse wurde hier deutlich aufgedickt und es wurden gleich die Kanäle für Malossi-Zylinder eingebracht. Von der Kupplungsseite gibt es auch einige Auffälligkeiten. Neben dem schönen Malossi-Schriftzug fällt vielleicht als erstes auf, dass die Silentgummis noch nicht eingebaut sind. Bitte daran denken, das richtige Einzugswerkzeug mitzubestellen und auch die Unterlegscheiben, die unter die Silentgummis kommen. Wichtig als Neuerung ist das zusätzliche Material, was hier aufgebracht ist. Das erlaubt, den Drehschieber oder den Einlass größer zu fräsen als beim Originalgehäuse. Der interessanteste Punkt für mich, wenn ich ein neues PX-Gehäuse sehe, ist die Beschaffenheit der Nebenwellenaufnahme. Bei diesen Gehäusen ist das häufig ein Schwachpunkt. Das bedeutet für mich, ein neues Gehäuse sollte an dieser Stelle unbedingt verstärkt sein. Die Stelle oberhalb der Nebenwellenaufnahme ist die dünnste. Bei Piaggio Original sind es 3,2 mm. Das Malossi-Gehäuse hat hier 4,2 mm. Auch die restlichen Dimensionen sind leicht erhöht rundherum um die Nebenwellenaufnahme. Was mir noch aufgefallen ist, das originale Gehäuse der Lusso-Modelle hat hier eine Ölbohrung. Das bedeutet, man kann keine außenliegenden Simmerringe verwenden, nur den innenliegenden. Das Malossi-Gehäuse hat diese Bohrung nicht. Das bedeutet, ich kann wählen, ob ich außen- oder innenliegende Simmerringe verwenden möchte. Bevor wir das Gehäuse öffnen, schauen wir noch einmal auf die Lichtmaschinenseite. Was im Unterschied auffällt, ist das hochwertige Finish des Gehäuses, der Malossi-Schriftzug und ganz wichtig wieder für Tuner, mehr Fleisch für Überströmer als beim Originalgehäuse. Wenn wir in das Innere der beiden Gehäuse schauen, fallen als allererstes zwei Dinge auf. Nämlich einmal die größeren Dichtflächen des Malossi-Gehäuses. Das dient dazu, dass das Gehäuse ohne eine zusätzliche Dichtung zusammengeschraubt werden kann, sondern nur mit Dichtmasse montiert wird, wie das heutzutage bei modernen Motoren üblich ist. Das zweite ist die Zentrierung des Gehäuses. Das Originalgehäuse hat hier eine Dichtlippe um das Kurbelhaus. Das hat das Malossi-Gehäuse nicht. Das Originalgehäuse hat hier noch einen Zentrierstift unterhalb der Schaltraste. Das Malossi-Gehäuse wird nur durch zwei Hülsen an zwei Stehbolzenbohrungen zentriert. Wenn wir in das Innere der beiden kleinen Hälften schauen, fällt vor allem auf, dass alles im Malossi-Gehäuse etwas großzügiger dimensioniert ist. Wandstärken, verstärkte Flächen und so weiter. Bitte daran denken, die Kickstarter-Anschlaggummis sind nicht vormontiert und nicht im Lieferumfang enthalten. Im Inneren der beiden großen Motorenhälften dasselbe Bild, alles stärker dimensioniert, alles etwas dicker, macht einen etwas stabileren Eindruck. Mir fällt auf, das Ölleitblech ist nicht vormontiert und nicht im Lieferumfang enthalten, am besten mitbestellen. Alles in allem überzeugt mich das Malossi-Gehäuse wirklich.
Ich finde, es ist sehr gut verarbeitet, es ist, bietet überall mehr Fleisch, ist an sinnvollen Stellen verstärkt. Es sortiert sich ein in einem Segment zwischen dem Original-Piaggio-Gehäuse und Hightech-Gehäusen wie dem ZBFA-Gehäuse. Ein Gehäuse, mit dem Leute glücklich werden, die entweder einen Originalersatz suchen oder ein gutes Alltagstuning für Tour oder den täglichen Weg zur Arbeit. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt über Technik rund um Schaltroller, dann abonniert gerne unseren Kanal. Bis bald.